Willkommen, liebe Zockerfreunde, auf dem Kanal The Bear and the Bee. Ich bin die Bee und wir starten heute ein neues Projekt. Ein kleines Point-and-Click-Adventure namens, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ziok. Ja, in dem es darum geht, dass eine kleine Prinzessin gefangen genommen wird von einem bösen, bösen Magier. Und sie muss sich befreien und ihrem Königreich helfen. Wir gehen jetzt einfach mal aufs Spiel starten. Und schauen, was uns erwartet. So, es war einmal vor langer Zeit. Long, long ago, somewhere nearby yet far, a kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart and wisdom unseen by beloved monarch. Wir gucken jetzt erstmal unter Optionen, ob wir die Sprache verändern können, aber ich glaube, ach ja, doch da. Hier. Sorry hierfür. Spiel starten. Wird es dann auch vorgelesen? Long, long ago. Okay. Somewhere nearby yet far, a kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart and wisdom unseen by beloved monarch, the gold-haired good queen. So, es war einmal vor langer Zeit in einem Königreich. Nicht weit, da herrschte mit weisem und gütigem Sinn eine schöne und kluge Königin. Es reimt sich, das finde ich sehr schön. Always close, right by her throne, was the little princess Chok, hardly ever seen alone. Where queen went, daughter would walk. So, wenn sie ihr Königreich durchschreitet, wird sie auf Schritt und Tritt begleitet, denn Töchterchen Prinzessin Ziok hängt ihrer Mutter stets am Rock. Yet soon would end the time of peace. Ill news came from the frontier. The phoenix, an ancient beast, brought to flames all that came near. Doch wird der Frieden bald gestört, als man die schlimme Nachricht hört. Ein Phönix von alten Zeiten her versänge das Land im Flammenmeer. Queen said, my dear, you must understand. I have to leave to a distant land to fight for you and all I hold dear. But in her heart, the princess felt fear. Mein liebes Kind, die Mutter spricht, unser Reich zu retten ist meine Pflicht. Schon bald zieht sie zum Kampf hinaus, das Königskind bleibt betrübt zu Haus. Leading an army, away the queen rode. Everyone prayed for her quick return home. Except one, who in the castle remained, to use the queen's absence for his own gain. Die Untertanen mit ängstlichem Bangen hoffen auf ein gutes Ende des Unterfangen. Nur einer von ihnen hat Böses im Sinn, denn er will schaden der edlen Königin. The royal wizard, burned by ambition, had sworn with evil forces coalition to realize his sinister plan, to rule the minds of all women and man. Ein Zauberer vom Bösen zerfressen ist von dem Streben nach Macht besessen. Er will herrschen über den Menschenverstand und nutzt dafür die missliche Lage im Land. Set upon the highest tower, the wizard unleashed his power. The sky went black and lightning stormed. The castle began to transform. Kaum ist im Schlosse die Herrin genommen, hat der Magier den höchsten Turm schon erklommen. Und gleich einem nächtlichen schwarzen Tuch legt sich über das Schloss sein finsterer Fluch. Towers once bright became dark as night. From walls and floors broken, crawled horrors unspoken. Die Nacht drückt schwer auf das Gemäuer, aus der Tiefe steigen Ungeheuer, das Böse lauert überall und bringt das Königsschloss zu Fall. The vile wizard and his minions made the castle their dominion. While the princess bravely fought,
She eventually too was caught. Mit den Waffen der Wichtel, Schwert, Lanze und Beil verbreitet sich auf dem Schloss das Unheil. Die wackere Prinzessin mit Mut und Verstand leistet vergeblichen Widerstand. To the dungeon, take her! A prisoner, make her! Keep her there and lock the door! Interrupt me no more! Said the wizard and disappeared. Yet what he really should have feared was leaving but a single lock between escape and Princess Chalk. Sperrt sie in den Kerker ein, sie soll mir nicht im Wege sein, nicht länger meine Ruhe stören, ich will von niemandem was hören. So spricht der Hexer mit Gebaren, er wird noch sein blaues Wunder erfahren, denn kein Gefängnis dieser Welt Prinzessin Chalk gefangen hält. Ja, das war doch mal ein nettes, gereimtes Intro. Es lässt schon so ein bisschen auf die Art des Spiels vermuten. So, da haben wir unsere Prinzessin mit den großen, großen blauen Augen, die hier im Verlies sitzt. Ja, sehr, sehr schön hier mit den ganzen Skeletten, dem Vogel hier im Käfig und dem hübschen Kumpel. Aber auch hier diesem netten Wachmann. Schauen wir mal, ob wir irgendwie... Also, das können wir anschauen. Wir haben hier ein Inventar. Da ist ein Medaillon drin. Wir haben hier einen... Vogel. Ah, okay, also wenn wir den anklicken, dann... passiert nichts. Gut. Oh, da haben wir ein Kellerverlies und da kam gerade ein Tentakel raus. Ach, hier. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn hier was machen? Also man muss sich am Anfang natürlich immer mit einem Spiel erstmal anfreuen. Er mault uns irgendwie die ganze Zeit an. Komm. Das ist ja höflich, aber warum gibt es uns denn zurück? Okay, das war so ein genuscheltes Be Quiet. Also wir sollen gefälligst still sein. Haben wir das Ding jetzt wieder? Ja. Diesmal ist das Beil schon weitergefallen oder die Lanze oder was auch immer das ist. Aber er ist so doof und gibt es uns tatsächlich wieder. The Wizard said silence. Ja, ist schön, dass der Wizard das gesagt hat. Zack, weg. Und der Schlüssel von der Wache, der ist hier reingeplumpst. Okay. Ja,
Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Neugieriger Blick. Kommen wir da jetzt ungestört drüber? Jetzt, wo der weg ist? Hallo? Au. Ja, und da liegen wir. Hallo? Aufstehen. So, können wir das Brot einpacken? Ja, also wir sind eine sehr zornige, kleine, großäugige Prinzessin. Guck mal, da ist einer drin. Kann ich da hingehen? Kann ich da hingehen? Silentium. Okay, also irgendwie müssen wir an den Schlüssel kommen. Probieren mal. Ah. Ja, danke, danke. Ob es jetzt zufrieden ist? So, wir müssten ja jetzt hier raus können. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Also. Ja, hi. hi. Hallo. Oh, wir haben den Kumpel. So, was ist das? Ein Sarg? Oh. Hi, Spinne! Das gehört mit Sicherheit da rein. Jetzt habe ich die Spinne eingesperrt. Und jetzt? Was tun? Ah, oh, 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 ja, okay. So. Und ha. Hier ist nichts drin. Und wenn wir jetzt da rumschütteln, dann ist... Hä? Oha! Ein Tuch, das unsichtbar macht. Das ist ja cool. Wie bei Harry Potter. Überall ist irgendwas drin. Das ist ganz schön. Unheimlich. So, hier kommen wir auf alle Fälle noch nicht rüber. Dann. Oh, oh. Sehr gut.
Hi, Spinny. Ja. Nun gut. Ja, nein, 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 nein. Oh, gerade noch. Raumwachen. Oh. Ja. Licht aus. Ne? Ich würde aber auch mal sagen, Licht aus für diese Folge. Das war die Folge Nummer 1 von Ziok. Falls ich es richtig ausspreche. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge und ich sage bye bye, bis zum nächsten Mal.